So seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen unseres Herrn. Der Herr kommt. Das ist keine Aussage, die wir in der Rückblende durch vergangene Jahrhunderte betrachten können, wie das Weihnachtsfest vor 2000 Jahren geschehen. Der Herr kommt, spricht von einem zukünftigen Event, einem Mega-Ereignis, das noch nicht geschehen ist. Der eine Vers, wartet bis, trägt eine ungeheure Spannung in sich und deswegen finde ich ihn auch spannend. Das ist nicht Sprache des 21. Jahrhunderts. Seid geduldig, liebe Geschwister, und wartet bis. Wir Christen wissen, dass wir das eigentlich glauben sollten, oder? Wir sprechen vom Kommen des Herrn zumindest einmal im Monat bei der Abendmahlsfeier im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir singen darüber, erst heute haben wir darüber gesungen. Wir lesen biblische Passagen über die Wiederkunft des Herrn, zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, von den Boten, die da erschienen sind, denen in die Luft starrenden Jüngerschar, und sie sagten, was steht ihr und blickt in die Wolken? Dieser Jesus, der von euch weggenommen ist, er wird genauso wiederkommen. Am Sonntag gehen wir zum Gottesdienst, mancher mit der heimlichen Hoffnung, dass es ja vielleicht doch stimmt. Und dennoch scheint uns das Kommen Jesu, die Wiederkunft Jesu in der Alltagswelt so weit hergeholt. Dass Licht über Finsternis endgültig triumphieren soll? Sanftmut und Demut über Machtgier und Brutalität? Die Medien der Gegenwart fluten allabendlich sehr eindrücklich ganz andere Bilder in unsere Wohnzimmer. Bilder, die genau das Gegenteil besagen. Es sind Bilder, die Gefühle der Ohnmacht, des Unbehagens und der Unsicherheit auslösen. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir. Man hat den Eindruck, dass das Böse an allen Fronten siegt, dass die Gläubigen die Dummen sind. Aber gerade deshalb ist Advent so besonders. Es geht hier nicht um billige Klischees. Es geht bei Advent nicht um synthetische Freude oder frommen Kitsch. Advent ist die Hoffnung des Glaubens. Entgegen aller Gefühle und aller augenblicklicher Wahrnehmung. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Davon sehen wir nichts. Das können wir uns nicht einmal in kühnsten Träumen vorstellen, dass irgendwann in absehbarer Zeit so etwas geschehen soll. Das braucht Glauben. Wir wissen, dass er gesagt hat, wir sollten bereit sein zu vergeben, wenn uns jemand tief verletzt hat. Wir wissen auch, wie schwer uns das fällt, nicht aufzurechnen, schon gar nicht abzurechnen oder uns sogar bei passender Gelegenheit zu rächen. Und doch klingen seine Worte durch die Zeitalter hindurch fort. Glücklich zu preisen sind die Friedensstifter. Sie werden Kinder Gottes heißen. Das wird irgendwann aller Welt sichtbar werden. Das ist göttliche Verheißung. Das hat nicht irgendwer gesagt, nicht irgendein Politiker. Das hat der Sohn des lebendigen Gottes gesagt. Ja, und es braucht Glauben. Und jetzt fliegen uns auch nicht noch die Worte des Jakobus um die Ohren. Geduld. Er kommt. Besser noch, Geduld, bis er kommt. Das ist zu viel. Geduld entspricht nicht menschlicher Natur, also zumindest nicht meiner. Und ich kenne eine Menge Leute in meiner Umgebung, denen geht es nicht besser als mir. Ich verstehe den Petrus so gut, der sagt, Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Geduld ist in unseren Tagen fast schon ein Unwort,
ein Schimpfwort. Geduld ist etwas für Versager. Gewinner haben keine Geduld. Sie boxen sich durch. Sag einem ehrgeizigen Sportler oder hochmotivierten Unternehmer, die ihr Ziel verfehlten und das trotz großer Anstrengung. Geduld, Junge, Geduld, das wird schon. Das kommt in unserer Zeit einer Beleidigung gleich. Geduld bringen wir in Verbindung mit Lethargie, mit Passivität. Geduld ist etwas für Langweiler, für Versager. Geduld ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen Teil des Hype sein, auf der Überholspur leben. Deswegen haben Schönheitschirurgen und Kosmetiksalons volle Terminkalender. Die Falten müssen verschwinden. Wir sind ewig jung. Wir sind die fitte Generation. Derzeit sind schon 3% der Deutschen kosmetisch operiert. Jeder Fünfte würde sich für die Schönheit unters Messer legen, wenn das Geld keine Rolle spielte. Das sagt die allwissende Apothekerzeitung. Und Geld spielt eine Rolle. Da kommt doch eine Patientin zum Schönheitschirurgen und wünscht sich eine Rundum-Erneuerung ihres Gesichts. Vorsichtig fragt sie, nachdem er sie abschätzend anguckt, nach den entstehenden Kosten. Ach, sagt der Chirurg nach eingehender Musterung, ich gehe mal von 8.000 bis 10.000 € aus. Oh, meint die Patientin enttäuscht, gibt es denn keine günstigere Variante? Doch, doch, sagt der Chirurg, Hut und Schleier. Wir wollen etwas getan haben. Ob es sinnvoll ist oder nicht, das nennt man Aktionismus. Es muss etwas passieren, ob es sinnvoll ist oder nicht. Wir sind einfach schon davon überzeugt, dass Geduld nirgendwo hinführt. Falsch. Am Bild des Farmers zeigt uns Jakobus, dass es wichtig ist, beides zu tun. Aktiv zu säen und dann geduldig auf die Ernte zu warten. Viele Leute sehen diese Zwischenzeit als verlorene Zeit an, aber es ist keine verlorene Zeit. Oft ist Warten keine verlorene Zeit. Was geschieht in dieser Zwischenzeit? Sie führt zur Vollendung des geplanten Unternehmens. Etwas reift heran. Auch bei Gott. Im O-Ton sagt Jakobus, seh doch die Farmer an. Im Herbst und Frühjahr schauen sie eifrig nach Regen aus. Geduldig warten sie darauf, dass das Getreide reif zur Ernte wird. So und genau so seid auch ihr geduldig und voller Zuversicht, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Er kommt wieder. So etwas zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Jeder Landwirt, der dieses Bild hört, wird es sofort verstehen, viel eher als die naturentfernteren Großstädter. Erstens, Ernte ist das Resultat einer unglaublichen Geduld und großen Vertrauens, denn der Farmer kann vieles, wie zum Beispiel das notwendige Wetter, nicht beeinflussen. Er muss sich auf die Kräfte außerhalb seiner eigenen Fähigkeit verlassen. Er muss Vertrauen haben. Aber wir alle wissen, dass der Farmer auch während der Zeit des Wartens auf die Ernte des aktiven Erwartens arbeitet. Und es geschieht etwas Wundervolles. Während er anderer Tätigkeit nachgeht und in Erwartung ist, wächst eine Ernte heran. Wachstum geschieht. Was heißt das? Vollendung des sehnsüchtig Erwarteten. Was geschieht während des Wartens? Vollendung des sehnsüchtig Erwarteten. Alles liegt im Plan. Wow, das ist gute Nachricht. Zweitens, die Ernte fällt nicht vom Himmel, nur der Regen. Ernte ist Resultat eines vollen Einsatzes und harter Arbeit. Ein untätiger Farmer hat noch nie großartige Ernten eingebracht.
Wozu ermutigt uns also Jakobus? Worauf sollen Jesusgläubige mit Geduld warten? Und welcher ist die Art der einzubringenden Ernte? Was ist die Vollendung? Halten wir uns fest. Es ist nicht weniger als die Vollendung des Planes Gottes mit der Welt und den Menschen. Ein wahrlich kosmisches Ereignis. Alles, was wir bisher gesehen, gehört und erlebt haben, wird in den Schatten gestellt sein. Star Wars wird Pipifax sein. Gemessen an dem, was da geschieht. Es ist die Wiederkunft Jesu in unübertrefflicher Macht und Herrlichkeit. Nein, nicht als Baby in der Krippe, das war vor Tausenden von Jahren. Es ist die Wiederkunft des Christus. Auch nicht als bloße theologische Idee oder gedankliche Vorstellung. Auch nicht eine Art perfekter Verwirklichung menschlicher Pläne. Das alles ist vergangen. Das ist Schnee von gestern, vorbei. Wir reden hier von der Zukunft des ewigen Reiches Gottes, der Vollendung des offenbarten göttlichen Plans. Der Friede fürs Gottes wird die Herrschaft übernehmen, so steht es geschrieben. Schon die alten Propheten, der große Jesaja, hat es gesagt in Jesaja Kapitel 9. Da steht geschrieben: Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Es ist das Licht am Ende des Tunnels. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt jetzt ein heller Schein auf. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und Opfer der Flammen werden. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt worden. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird ohne Ende sein. Dafür setzt sich der allmächtige Gott ein. Punkt. Ich weiß, es gibt viele, viele Deutungen dieses Textes, aber ich kenne keinen einzigen Menschen, auf den dieser Text passt, als auf den einen, diesen Jesus von Nazareth, der von den Toten auferstanden ist. Das hat ihm keiner nachgemacht. Noch unvorstellbare Ideale werden dann Realität werden. Lese es in der Bibel nach. Friede wird dann nicht mehr bloße Abwesenheit von Kampfhandlungen sein, sondern ein allumfassender Shalom, ein Friede Gottes. Recht und Gerechtigkeit werden regieren, so wird es in allen Bibelstellen verheißen. Schwerter werden endgültig zu Pflugscharen gemacht werden und das nicht unter menschlicher Regie, auch nicht unter Regie der UNO. Das Wort des Propheten Jesaja wurde so oft missbraucht und falsch gedeutet, weil es aus dem Kontext gerissen wurde. Wollen wir doch einmal hören, was die Bibel wörtlich sagt. Da steht geschrieben, es kommt die Zeit. Da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen, höher als alle anderen Berge, Reiche und Mächte. Alle Völker der Erde werden dorthin strömen. Und er, nicht irgendwer, er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Und dann heißt es, dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt das Kriegshandwerk noch länger.
Es gibt kein Zeitalter, kein Reich, kein noch so großes Empire, in dem sich diese Worte bisher erfüllten. Alle von den Menschen gegründeten Großreiche kamen und verschwanden. Nur das Reich des Ewigen wird von Bestand sein. Und es lohnt sich, in dieses Reich alle Energien zu investieren. Niemand gibt eine Rendite so wie der Allmächtige. Es lohnt sich, geduldig zu sein und auf ihn zu warten. Der Johannes sieht etwas, was schon der Prophet Zacharja vorausgesehen hat. Und er schreibt es nieder, und ich will das wörtlich vorlesen, Offenbarung 1. Da heißt es: Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns in sein Reich hinein versetzt, zu Priestern gemacht, um Gott dem Vater zu dienen. Gebt ihm die Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Amen heißt, so soll es sein. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen. Alle werden ihn sehen. Augustus wird da sein, Herodes wird da sein, Pilatus wird da sein. Die Frau des Pilatus, die ihn gewarnt hat, wird anwesend sein. Der Centurio, der am Kreuz stand und sagte, wahrlich, wahrlich, der ist Gottes Sohn gewesen, er wird da sein. Die Jünger werden da sein und jubeln. Die Despoten werden da sein, denn es wird absolute Gerechtigkeit herrschen. Keiner entkommt der Gerechtigkeit Gottes. Und du und ich, wir werden auch da sein. Die Bibel sagt, er kommt in den Wolken und alle, unterstrichen, alle werden ihn sehen. Sogar die, die ihn durchbohrt haben. Die geschrien haben, kreuzige ihn. Der Römer wird da sein, der den Speer in seine Seite trieb. Er wird da sein. Die Soldaten, die sein Gewand unter sich aufgeteilt haben, sie werden da sein, alle werden da sein. Auch die, die ihn durchbohrt haben, werden anwesend sein und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Weil sie plötzlich alle erkennen. Alle erkennen. Wenn alle ihn sehen, werden alle erkennen. Er ist Christus, der Messias des lebendigen Gottes. Er ist der Retter der Welt. Da gibt es keine Atheisten mehr, keine Agnostiker mehr, vergiss es. Mein geistlicher Mentor Harald Herrmann hat immer gesagt, eine Sekunde nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Sie werden ihn sehen. Und sie werden trauern, dass sie so blind waren. Wir warten auf nicht weniger als die Vollendung des Reiches Gottes. Und das bedeutet absolut nicht untätig mit den Händen im Schoß herumzusitzen. Wie das Bild des Farmers verdeutlicht, heißt es, voller Vertrauen und voller Zuversicht für das Gute, für das Göttliche zu kämpfen, zu leben und etwas zu erwarten. Geduld? Gott selbst ist unser Vorbild. Er ist geduldig. Er ist so geduldig. Aber er ist nicht untätig. Obwohl er allen Grund hätte, wegen der Menschheit verzweifelt zu sein, gibt er seine Schöpfung nicht auf. Gott selbst hat schon einen Weg zur Vergebung, zur Versöhnung, zur Erlösung, zur Wiederherstellung in Jesus Christus geschaffen. Und mit unendlicher Geduld lädt er uns ein, dieses Angebot seiner unfassbaren Liebe anzunehmen. Petrus schreibt es in seinem Brief. Es gibt Leute, die spotten und sagen, ja, wo ist er denn, euer Jesus? Wo ist er denn geblieben? So lange Zeit ist vergangen und er ist immer noch nicht gekommen. Und die Antwort des Petrus ist eindeutig und klar. Er hat uns nicht vergessen. Er verzieht auch nicht, wie einige Leute meinen. Er wartet nur noch in Geduld, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte, dass wir alle zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Der Brief einer deutschen Autorin, der mich kürzlich erreichte, ist eines der zahlreichen Zeugnisse, die ich bekomme, von der geduldigen, rettenden Liebe unseres Gottes. Hier ein Auszug.
Wundern Sie sich nicht, Pastor Spitze, dass Sie heute Post von mir bekommen. Ich muss das einfach mal machen. Ich muss mich einmal wenigstens bei Ihnen bedanken. Als ich das erste Mal rein zufällig und aus dem Wunsch heraus, mich zu zerstreuen, in Ihre Fernsehpredigt hineinzappte, da war etwas, was mich sofort fesselte. Ich lauschte so gespannt, wie ein Eichhörnchen zuhört, wenn eine heiß ersehnte Eichel vom Baum plumpst. Die Fernbedienung lag unbeachtet neben mir. Mein Rücken wurde kerzengerade. Seitdem habe ich keine Sendung verpasst. Hope for Tomorrow gehört zu meinem festen Tagesplan wie Sport machen oder einkaufen gehen. Ach, vielleicht sollte ich noch kurz erwähnen, dass Gott mich erst vor 2,5 Jahren entdeckt hat. Oh, Entschuldigung, wahrscheinlich war es umgekehrt. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall war ich bis zu dieser Zeit eine knallharte Atheistin. Durch und durch, ohne jeden Kompromiss. Gott gab es nicht. Ich war regelrecht mit Blindheit und Ungläubigkeit geschlagen. Und ich, Idiotin, war auch noch stolz darauf. Eines Tages bekannte ich meiner Freundin, dass ich nicht mehr könne, mit meiner Kraft am Ende sei. Ich konnte nicht mehr. Ich war es leid, ständig in diesem Leben kämpfen zu müssen. Ich sagte ihr, am liebsten wäre ich tot. Da antwortet mir meine Freundin ganz lapidar, dann bitte doch mal Gott um Beistand. Wie bitte? Mit dem Rücken zur Wand war guter Rat teuer. Aber was hatte ich noch zu verlieren? Ein Versuch war es ja wert. So habe ich in meiner Verzweiflung wirklich laut gerufen, Gott, hilf mir! Ich will ja, wenn es dich tatsächlich gibt, dann will ich ja an dich glauben. Schon ein halbes Jahr später hatte sich meine Lebenssituation völlig zum Guten gewandelt. Und ich dachte damals, Donnerwetter, der liebe Gott macht aber auch gar keine halben Sachen. Heute nun habe ich eine tiefe und entspannte Beziehung zu Gott. Gott ist mein bester Freund geworden. Bleiben Sie dran und Gott schütze Sie. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, schreibt der ehemalige Christenverfolger Paulus aus eigener Lebenserfahrung. Wir haben eine Wahl. Erstens, wir können die Wahl treffen, zu glauben, dass es einen Gott gibt, dass in diesem unendlichen Universum eine höchste Intelligenz existiert und regiert. Das erfüllt mit Hoffnung, mit Zuversicht und mit unendlicher Freude. Die Alternative ist, als Atheist zu leben, auch zu glauben, gläubig zu sein an nichts. Da bleibt nur Leere und Ausweglosigkeit. Am Ende das kühle Grab. Die dritte Möglichkeit ist es, gar keine Entscheidung zu treffen. Denn der Agnostiker weigert sich zu wählen. Das beinhaltet lebenslängliche Unsicherheit. Wer möchte schon so leben? Eines ist jedenfalls sicher. Entweder hat der Gläubige oder der Atheist recht. Beide können sie gleichzeitig nicht recht haben. Frage. Wie treffen wir eine gute Entscheidung? Die Autorin macht es uns vor. Wir setzen voraus, dass das, was Gott sagt, was Jesus gelehrt hat, Wahrheit ist. Und bauen unser Leben darauf. Dann erfüllt sich das Wort Jesu, wer mein Wort hört und danach handelt, der wird inne werden, ob es Gottes Wort ist oder nicht. Er fordert uns also ohne jede Furcht zum Test heraus. Das ist gute Nachricht. Folgen wir doch dem in uns angelegten Impuls des Vertrauens und nicht dem Zwang der Furcht.
dann werden wir zu der Überzeugung gelangen, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.